Dresden gegen Stuttgart. So lautete die Paarung des vorläufigen Saisonhöhepunkts des DVV-Pokalfinals. Stuttgart mit der wichtigsten Spielerin auf dem Feld nach überstandener Verletzung, Crystal Rivers, rechtzeitig wieder da. Alexander Weibel, er kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Ivana Mrdak, die Mittelblockerin, fällt fürs Pokalfinale verletzt aus. Dafür dabei Monique Strubbe und die führt sich direkt im Mittelblock sehenswert ein. Alexander Weibel hat noch nie ein DVV-Pokalfinale verloren, zuletzt 2018 in Mannheim erfolgreich. Dennoch seine Dresdnerinnen in der Außenseiterrolle, aber das macht denen so gar nichts aus. Block gegen Crystal Rivers, 5 Punkte Vorsprung in Durchgang Nummer 1. Da kann man schon mal jubeln, Alexander Weibel. Und jubeln kann er auch einige Minuten später, weil die Dresdnerinnen einen ihrer vielen Satzbälle in einen 25:19 Satzgewinn ummünzen können. Gutes Spiel bis dahin und das Spiel gewann immer mehr an Qualität. Zweiter Durchgang, nun Stuttgart mit Zugriff in Block und Feldabwehr und dementsprechend auch mit der frühen Führung im zweiten Durchgang. Juliette Lohaus geht mit gutem Beispiel voran. Dementsprechend gibt es dann auch Satzbälle auf der anderen Seite. Camilla Weitzel mit dem Aufschlag ins Netz, 1:1. Dresden versucht es mit allen Mitteln. Bree King mit dem zweiten Ball und Camilla Weitzel packt im Block immer wieder zu und nimmt ihr Team emotional mit auf diese Achterbahnfahrt des DVV-Pokalfinals. Und diese Achterbahnfahrt, die ging weiter und das Pendel schlug im zweiten Durchgang ebenfalls zum amtierenden Meister aus Stuttgart aus. Die Ballwechsel, sie wurden lang, sie wurden spektakulär und waren gespickt von überragenden Abwehraktionen. Rosa Koskelo, die wohl beste Libera, die zurzeit in Deutschland aktiv ist. Es ging hin und her. Und am Ende dieses Ballwechsels, wie so oft, der Endboss aus Stuttgart, Crystal Rivers. 14:11 im dritten Durchgang, da schon ihr 21. Zähler in diesem Finale. Das ist überragend, zeigt aber auch die Abhängigkeit der Stuttgarterinnen von ihrer Diagonalangreiferin. Diese Abhängigkeit schadete aber im dritten Satz nicht. Denn Crystal Rivers beendet diesen standesgemäß 25:21 Spiel zumindest vorerst gedreht. Dresden angenockt und Lenka Dürr ausgenockt vom Knie der eigenen Mitspielerin Emma Züris. Aber die Libera, die hat schon viel erlebt, die schüttelt sich, sieht aber, dass Stuttgart auch in Durchgang Nummer 4 immer weiter davonzieht. Block 20:15, 5 Punkte fehlen noch zum Matchgewinn. Aber diese 5 Punkte, die müssen auch erst einmal hart erarbeitet werden. Und wenn es in die Crunch-Time geht, dann ist es immer häufiger der Fall, dass Camilla Weitzel zuschlägt. Die junge Mittelblockerin. Noch keine 20 Jahre ist sie alt, hat eine Europameisterschaft 2019 auf dem Buckel und dreht jetzt richtig auf. Mit ihrer Blockserie bringt sie Dresden zurück ins Spiel und Dresden bringt sich selber dann mit diesem Ballwechsel wieder richtig ins Geschäft. 28:26 und der lautstarke Gruß von Emma Züris an die Gegner. Die Grüße kommen dann in Form von Matchbällen für Stuttgart wieder. Aber Dresden wehrt sich. Erster Matchball abgewehrt. Es entwickelt sich ein Drama in einem hochklassigen, in einem emotionalen, in einem spannenden Pokalfinale, in dem dann auf einmal Dresden Matchbälle hat und die gute Dankeball-Situation. Lena Stiegroth nach überragendem Spiel tütet sie den Pokalgewinn für den Dresdner SC ein. Was für ein Finale, was für eine Achterbahnfahrt. Der erste Titel dieser Saison ist vergeben und das an den Dresdner SC, der doch so haderte mit dieser Saison, der doch so haderte mit dem Saisonverlauf, Alexander Weibel. Jetzt heißt es Leinen los und im Anschluss gab es die Pokale für Männlein und Weiblein beim Saisonhöhepunkt, beim DVV-Pokalfinale in Mannheim. Und die Chöre singen für dich.